Hier geht es um das Strecken bzw. Stauchen von Parabeln. Wie können wir uns das vorstellen? Also wir haben irgendeine Parabel und wenn wir diese Parabel strecken möchten, dann sieht das grafisch im Prinzip so aus, dass wir diese Parabel hier festhalten und auseinanderziehen. Das heißt, sie wird länger und schmaler. Wollen wir sie stauchen, dann drücken wir sozusagen die Parabel zusammen und dann wird sie bauchiger, also ein bisschen breiter. Ja, wenn wir eine Parabel strecken oder stauchen wollen, um irgendeinen Faktor a, dann ist das so, also wir haben irgendeine Parabel gegeben, die nennen wir y. Und jetzt wollen wir diese Parabel um diesen Faktor a strecken bzw. stauchen. Das heißt, wir erhalten nachher eine neue Parabel, deswegen yn. Und die entsteht, indem wir diesen Faktor zu dieser Parabelgleichung einfach dazu multiplizieren. Also wir rechnen a mal y. Und das war's schon im Prinzip. Genau, was man noch wissen sollte vielleicht, ist dieses a kleiner als minus 1 bzw. größer als 1, dann sprechen wir von Strecken. Ist das a zwischen minus 1 und 1, dann nennen wir das Ganze Stauchen. Vielleicht eins auch noch, wenn unser a negativ ist, dann stauchen wir die Funktion nicht nur, beziehungsweise strecken sie nicht nur, sondern wir spiegeln sie auch. Also wenn wir zum Beispiel so eine Parabel hatten und wir möchten sie um minus 0,5 stauchen, dann hätten wir ja nachher eine breitere Parabel, das 0,5 ist. Aber wir hätten ein negatives Vorzeichen und somit eine nach unten geöffnete Parabel. Jo. Wir rechnen einfach ein paar Beispiele.